Ich will, bevor ich sterbe, meine Seele reinwaschen. Ihr seid so ein schlechter Lügner. Na, kommt Sorry. schon. Ihr gebt euch auch nicht mal Mühe. Gut. Dann klären wir dies in einem sondergefälligen Wettstreit, sagt man so. Nein, ihr habt bereits verloren, ihr seid gefangen genommen. Ihr werdet hingerichtet, ihr bekommt keine Gelegenheit, Rondra auch noch zu freveln. Ihr gehört doch zu diesem Greifenborn. Lebt er noch? Oh ja, er war Ja, bei uns, als in wir Galotta den Garrus Tour. gemacht haben. Diskutiert doch, was ihr mit mir tun wollt. Bringt mir was zu trinken. Euren Wasserschlauch reicht ihn mir. Wenigstens einen Schluck zu trinken werde ich doch wohl bekommen. Können wir dem Paktierer Schänder der Elemente bitte kein Wasser geben? Nö, ich denke, da wo er hingeht, braucht er kein Wasser mehr. Bin kein Paktierer. Denke ich auch. Ja, das möchte ich mit euch nicht Dann wird Boron diskutieren, euch weil. richten und über eure Seele entscheiden. Richtig. Na gut, dann kommt mal her. Er tritt ganz zurück an die Wand, sodass er möglichst viel Spielraum mit den Ketten hat. Sodass sie ihm die nicht näher irgendwie nach hinten geschnürt werden, sondern dass er jetzt sie locker vor seinen Körper bewegen kann. Was hat der Mann da jetzt vor? Er steht Ich einfach nur glaube, in er will Endurium, kämpfen. er steht in Endurium-Rüstung vor dir. Die wurde noch nicht von seinem Körper geschnitten. Der Helm wurde abgenommen, aber ansonsten, ja, er sieht jetzt so aus, als ob würde er boxen wollen. Das sieht fast schon niedlich aus. Manchmal sind alte Leute ganz lustig. Ja, nicht wahr? Kommt, schauen wir uns mal im Rest des Turms um, was hier vor sich geht. Ich glaube, der war ziemlich. Wir haben uns noch nicht zu dem vorgearbeitet an der Oberfläche, oder? Weiß nicht, ich hörte, er sei kaputt, aber war auch nur Geschwätz auf der Straße, also vielleicht ist es auch noch ganz in Ordnung. Aber mir passt du doch mal auf den alten Mann hier unten auf, lass dich auf keinen Boxkampf ein, den du nicht gewinnen kannst. Wir gucken mal, ob hier noch irgendwelche Prajoten rumlaufen. Und Isarun, pass auf Aral mir auf. Gewiss doch. Was soll das denn wieder heißen? Du weißt Dass du dich genau, was schnell das mal zu heißen soll. Boxduellen hinreißen lässt. Isarun grinst frech. Bald euch. Machen wir. Ja. Wir möchten mal die Treppen erkunden. Ich finde schon immer, dass die Alanfana eigentlich die bestgeeignetsten sind, um so einen Bannstrahlerturm zu erkunden, nicht wahr? Ja, nicht Wir haben wahr? einfach Vielleicht den finden richtigen wir Blick für sowas. irgendetwas Interessantes. Richtig. Ja, wenn ihr Wichtig, dass es auch die hier drin Treppen bleiben nach muss. oben steigt, könnt ihr noch sehen, wie da einige Notizbücher liegen von den Bannstrahlern und könnt dann den eingebrochenen Turm nach oben steigen. Da seht ihr einen verheerten, verwüsteten Wachraum. Der Rest der Stockwerke ist nach unten gebrochen, abgebrochen und könnt dann ja noch einige andere Arrestzellen sehen, wo allerdings auch kein Leben mehr hinter ist und noch ein Kamin-Ruheraum, Gusserker und so weiter und eine Tür, die nach draußen führt, die ja leicht zerstört ist, beziehungsweise ihr könnt davor weitere Trümmer sehen, müsstet euch da dann über verschiedene Stellen nach draußen schieben. Also der Eingang ist dann auch ja leicht verschüttet und weiter nach oben würdet ihr auch nicht mehr kommen. Also viel Turm ist da nicht mehr über. Richtig. Finde ich irgendein Memento, das mich an diese Zeit hier erinnern kann? Finde ich irgendwas Bannstrahlerisches, was man mitnehmen könnte? Wenn du möchtest, so ein Sonnenzepter. Finde ich schön, nehme Damit ich mit. prügeln die normalerweise Heretiker tot oder so. Ist das aus Das können wir komplett sicher Metall gebrauchen. oder was ist das? Das ist aus Metall, ja. Gold Okay. natürlich, Gold. Ja, ich nehme das mal mit nach unten. Vielleicht braucht man das ja gleich. Und Aber. seid ihr schon tot da unten? Nein, nein. Wollt ihr Jalan auch noch nach oben holen oder will er die Statue jetzt alleine einreißen? Was tut ihr? Er betet ja gerade. Wir warten irgendwie, dass er hinterherkommt und sagt, dass er fertig ist. Ich Richtig, warte, dass dass ich sie die kaputt machen runterkommen. darf. Habt ihr hervorragend. Best Planning. Wir beide sind Was eure ist? Kunden, die anderen, die Magier können sich ja um solche Angelegenheiten kümmern. Scheinbar ist wirklich nicht mehr viel von diesem Turm über. Überrascht mich jetzt nicht. Jetzt komm, lass uns wieder nach unten gehen und nicht hier die kaputte Türme begutachten. Natürlich. Das schauen kann wir mir mal, wie nicht weit die anderen erzählen. beiden sind. Ja, vermutlich stehen sie da immer noch rum wie zwei Wachteln und haben nichts gemacht. Vielleicht haben sie ja auf ihn eingeredet und er hat Selbstmord begangen.
Willst du 2 Dukaten wetten? Nein. Komm schon. Ich will viel lieber sehen, wie du ihn gleich gefangen nimmst. Ach so. Ja, na gut. Dass hier auch niemand mit mir wetten möchte. Ich gehe wieder nach unten. Ja, ich folge. Nun, ihr beiden, wie sieht's aus? Was habt ihr da oben gemacht die ganze Zeit? Nun, guck mal, ob ich mir was gefunden was habe. Übrig bleibt. Ja, guck mal, das ist ein Sonnenzepter. Sehr schön. Hat Kiaras gerade gesagt. Lass das bloß nicht alle ansehen. Also wir sind definitiv in den Überresten des Bandstrahlturms. Ja, aber ich dachte, das Sonnenzepter ist dafür, um ein paar Tiere tot zu prügeln. Ja, in den richtigen Händen, sicherlich. Aber... Oh, jetzt sag nicht, ich darf das nicht behalten. Ich fürchte nicht. Wir können ja Jalan fragen, aber in der Zwischenzeit, du kannst auch sicherlich deine Schlagringe benutzen, wenn er unbedingt kämpfen will. Nochmal, ich bin kein Paktierer. Und das ist nicht wirklich harmonisch. Ach, du kannst mich mal am Arsch lecken, mein Freund. Wahrscheinlich nicht, nein, aber ihr seid der Schwarze Ritter. Wir haben alle gesehen, was geschehen ist bei dem Turnier. Ich denke, ihr habt eure letzte Chance vertan. Ihr seid doch in den Diensten dieses sogenannten Dämonenkaisers gewesen. Ein Gefolgsmann von ihm. Nun, er ist anerkannter Staatsmann. Hat ein eigenes Kaiserreich gegründet und wenn ich ihm folge, dann ist es erstmal kein Verbrechen. Ebenso wenig, wie es kein Verbrechen ist, wenn man Amenohoras folgt. Von wem ist es anerkannt? Redet nicht von anerkannt, wenn ihr eure Mitheptarchen meint. Nun, ihr wart einmal ein Adliger des Neuen Reiches. Offensichtlich habt ihr ja Reichsverrat begangen, indem ihr diesem Galotta gefolgt seid. Ja, ein von Dämonen anerkannter Mann ist nicht unbedingt von uns anerkannt, muss ich euch leider gestehen. Hört mir mal zu. Ich habe im Krieg auf der falschen Seite gestanden, habe für Answin von Rabenmund gefochten und wurde dann auf Rulat eingekerkert. Dort hat mich das Reich vergessen. Und Borberat hat mich befreit. Borberat Xamarnaut, geheiligt sei sein Name. Aber ich bin kein Paktierer. Das macht euch dann zu einem Verräter. Ihr seid und einem Frevler. Ein Frevler in den 12 Gittern, das wollt ihr wohl nicht leugnen. Ihr habt den Mächten der Dämonen geholfen gegen die 12. Das reicht. Ich bin kein Ketzler, ich bin kein Frevler. Ich bin, sagen wir, Mitglied eines Hofstaats. Eines feindlichen Hofstaats. Ihr dürft mich gerne in einem Palast gefangen halten, aber nicht in einem Bandstrahlerturm. Ich war Oberaufseher für Güter, Burgen und die Schatzkammer. Mein Herr, ihr seid ein Anhänger Borberats. Ihr seid ein Diener der Dämonenhorden. Ihr werdet ebenso gerichtet wie alle Diener der Dämonenhorden. Ihr werdet an mir also keinen Frevler mal finden. Wird über eure Seele richten, so wie es sich gehört. Wenn ihr unschuldig seid, wird Boron euch freisprechen. Elkelel, verfluche dich, auf dass dir deinen Schwanz abfaule. Seht ihr, wenn ihr so welche Dinge sagt, und wenn ihr solche das ist Worte einfach überhaupt nicht überzeugend. Ich denke, mehr müssen wir nicht hören. Wahrlich nicht. Ja, wir sollten aber trotzdem mal den Bandstrahler dazu holen. Vielleicht will er ihn ja. Persönlich, ja. Persönlich fragen, intensiv befragen. Der Gerechtigkeit verhelfen. Jalan, kommt richtig mal hoch! Nach mir rufen, Jalan, ich hab dir ein Geschenk gefunden. Also 2 Geschenke. Wenn eins nach darfst mir du rufen, vielleicht behalten. Ich werde mich dann auch aus meiner unsicheren Wartehaltung erheben. Mal vorsichtig den Weg in den Rufstimmen nachtasten. Ja, wenn du da oben an der Treppe ankommst, siehst du Raphim, der sich wie ein Kind freut und dir ein Sonnenzepter hinhält. Hab ich für dich gefunden. Raphim? Was? Ein Sonnenzepter. Richtig. Dieser Rund meinte ich, darfst du nicht behalten, aber vielleicht darfst du es behalten. Ich bin kein Gebreiter des Preises. Verdammte Scheiße. Nimm das trotzdem in die Hand. Schau mal unten drauf. Egor von Gerbaldsruhe. Kannt ihr ihn? Nicht persönlich, nein. Ach ja, und hier ist noch der Schwarze Ritter. Den habe ich auch gefunden. Ihr sollt mit sowas vielleicht anfangen und dann... Er hat eben den Namen der Erzfeindin Rajas ausgesprochen. Ich denke, es ist besiegelt, dass er... Es ist kein... Verbracht, es ist niemandem wird. Verboten, die Namen auszusprechen. Es ist verboten. Ihr steht hier vor einem Geweihten der Halt Raya. Dein Maul! Erspar mir den Pfaffen!
Dann seid ihr es also wirklich, Udalbert von Wertlingen. Der schwarze Ritter. Hinter dem Helm nicht zu erkennen, wie? Dumm seid ihr auch. Wir hatten einige Vermutungen, nachdem man euren Sohn in den Turm gebeten hatte. Erzählt mir, was war euer Plan in Yolgormak? Meinen Sohn in den Palast locken. Ich hatte angenommen, dass er nicht feige ist, sondern selbst aufmarschiert. Stattdessen schickt er euch. Und wenn er dort aufmarschiert wäre, was hättet ihr dann vorgehabt? Entweder er konvertiert oder stirbt. Sollen Sie ihn sehen. Eine sehr harte Wahl, von die man seinen eigenen Sohn stellen sollte. Auch wenn man nur einen hat. Eure Seele ist wahrlich nicht zu retten. Ihr sagt, wird konvertiert. Konvertiert zu wem? Zu den Erzdämonen? Zu Galotta. Man kann nicht zu einem Menschen konvertieren. Zu einem Reich, du Narr. Nehme an, er meint überlaufen habe mir. Lass das. Das ist kein Reich, das ist nur eine Ansammlung geraubten Landes. Wart ihr mal in Schwarzdobrien? Habt ihr die Pyramide von gesehen? Habt ihr die Pyramide von Rassasor überlegt? Das blutige Mendena, das goldene Haus von Xeran. Habt ihr die prächtigen Dschungel von Hafax erblickt? Die oronischen, belkeläischen Verfluchungen von Elberum. Nun gut. Ich denke, wir haben genug gehört. Habt ihr... Wenn ihr jemals diese Städte erblickt habt, dann werdet ihr einsehen, dass Tobrien gefallen ist. Habt ihr letzte Worte, die wir eurem Sohn überbringen sollen? Möge Blackerath ihn mit sich nehmen. Oh, es vergibt mir, wenn ich diese nicht... Und ihr sprecht davon, dass eure Seele rein ist. Wahrlich, ihr seid nach so dem Borberat-Edikt aus dem Jahre 1020, nach dem Fall Bosporans, seid ihr als Reichsverräter vogelfrei. Afim, wenn ihr doch bitte die Hinrichtung im Namenkurs übernehmen möchtet. Oh, ihr wusstet, euch gefällt mein Geschenk. Nehmt ein Seil und erdrosselt ihn, diesen Verräter. Das Privileg des Adels auf Hinrichtung durch Enthauptung ist damit selbstverständlich aufgehoben. Damit alle sich darüber im Klaren sind. Seid ihr euch sicher, dass ein Krieger ausreicht? Habt ihr noch eine Waffe? Er wird sich wirklich Mühe für euch geben. Habt ihr noch eine Waffe oder braucht ihr eine? Er grinst dich fies an über seinen Bart, knackt nochmal mit seiner Rüstung. Wenn ihr keine wollt, ich zieh mein Schwert. Möge Gott eurer Seele gnädig sein und möge Chor die ganze Sache schnell hinten lassen. Ja, da der Mann, ja, ich gehe mal auf meine Reichweite heran, die ich brauche mit meinem Schwert, da bin ich ja deutlich besser als er gestellt. Ja, willst du auf S kämpfen? Ja, klar. Ich weiß gar nicht, ob er überhaupt so weit kommt mit seinen Ketten. Also er muss in H kämpfen. Ja, das ist ja nicht mein Problem, sondern sein. Ja, ich sag nur, es ist sehr, nicht sehr rondrianisch ist. Ja, das ist mir egal. Ja, okay, ich wollte das nur noch mal klargestellt haben. Gut, dann kannst du in die Initiative gehen. Ja. Ich glaube, ich bin einfach mal so frei. Ich guck gerade mal, was deine Initiative sagt. Beide bei 21. Aber er ist zuerst dran, weil er die Höhere hat. Genau. Nee, beziehungsweise du bist zuerst dran. Also ich habe die Höhere und ich kann vorziehen. Zumindest kann er keine Distanz lassen oder sowas unterlaufen. Also ich würde ihn mit den Ketten, die behindern ihn zwar, aber auf S kann man dann sowieso nicht kämpfen, aber bis auf N würde ich irgendwie zulassen. Gut. Ja, dann darfst du auf S anfangen. Ja, ich versuche ihn umzureißen. Wohl, warte mal, nee, das bringt gegen ihn gar nichts. Dann geben wir der ganzen Sache mal einen stabilen 5er Wuchtschlag. Guck mal, was er macht. Wow. Respekt. Knappe Geschichte. Nice. Ja, möchte parieren. Ich habe jetzt die Parade gerade nicht eingetragen, aber er kann ja gerade nicht eingreifen, ne? Solange du auf S stehst. Ja, nee, das ist schon gut für ihn jetzt. Wenn die Ball auf S steht, dann weicht er, einfach raus. Ich muss gerade mal gucken. Welchen Wert? Ja, springt er einfach drüber auf die 15. Schauen wir mal. Na, schafft er. Ja, okay.
Ja, er muss halt warten. Ja, und wird halt weitere seine Attacke so lange eben verzichten, bis du rankommst. Ja, da kann er sehr lange fahren. Das ist mir nämlich herzlich. Ich prügel auf den ein auf Entfernung, bis es fällt. Ich hab Zeit. Ja, gut. Mach gerne noch ein paar Angriffe. Wir können mal gucken, was da so an Schaden bei rumkommt. Also er kann munter weiter fleißig ausweichen. Seine Endurium-Rüstung, das muss ich gerade noch mal im Abenteuer nachgucken. Auf alle Fälle nicht ohne. Aber ich gehe mal davon aus, dass du irgendwann Schaden machen wirst. Ich kann ihn doch... Ja, ich finde ihn einfach mal. Mal gucken, was er dazu mal sagt. Du musst ihn nur am Kopf treffen, dann war's das. Er hat keinen Helm auf. Du kannst auf den Kopf zielen, aber das ist... Ja, ich finde den mal in der 5er Finte. Mal gucken. Na, jetzt würfel ich auch mal besser. Also das ist eine Zeitfrage, mit Sicherheit. Ja, genau, das ist auf alle Fälle eine Zeitfrage. Mach mal spaßeshalber Schaden. 18. 18 Schaden? Ja, ohne Wurzschlag. Ja. Selbst wenn er pariert, kriegt er halben Schaden. Nee, kriegt er nicht. In der Durium kriegt er keinen halben Schaden. Wenn er Kopf trifft? Ja, dann Treffer 2, dann kannst du nochmal pariert er wohl nicht mit dem Kopf. Ja, was? Also er wird, wie gesagt, ausweichen, solange er kann ja die ganze Zeit ausweichen und parieren, das ist ihm halt komplett offen. Solange du da unehrenhaft dann nicht herankommst, seine Rüstung ist aktuell bei 10. Also er wird da eine ganze Menge rausfressen, wird dann auch keine Wunden bekommen. Das wird sehr lange dauern und sehr blutig werden. Du kannst ihm dann meinetwegen auch den Schädel irgendwann nach und nach einschlagen. Klonkt dann mehrere Male gegen die Rüstung und ja, wie gesagt, er kann da halt wenig tun. Genau, nach und nach methodisch. Haut Rafim ihm immer wieder auf Arme, Gelenke, Beine, bis der erste Arm gebrochen ist. Vermutlich hätte er dann noch den zweiten dazwischen, dann auf die Beine, bis der Mann irgendwann zusammenbricht und Rafim ihm das Schwert in den Kopf steckt. Ja. Nur fürs Protokoll, seine Endurium-Faust würde bei dir 1W6 plus 10 Schaden machen. Da sitzt nämlich ein, nicht nur ein Gurgulum drin, also er hat ein Halsband drin und in der Rüstung selber sitzt noch ein Dunkelschlunddämon drin, der das Ganze dann eben als Exoskelett bewegbar macht. Also das Ding ist halt ziemlich krank. Ach, da sitzt doch ein Dämon, oder? In der Rüstung sitzt ein Dämon, aber er ist kein Paktierer. Aber dass ich kein Rondrage weiter bin. Du kannst ja in einer Endurium-Rüstung kannst du ja Sachen reinbinden, das ist ja ein magisches Metall. Ja, also wie gesagt, du kannst ihm nach und nach zu Klump prügeln, bis er dann mit eingedrücktem Schädel, eingedrücktem Kopf in der Ecke zusammensackt und noch irgendwelche Verfluchungen ausstößt, die sehr unpriotisch sind. Ja, ich schneide ihm den Kopf ab, leg ihn neben seine Leiche. Oh, oh schön ist das. Sehr chorgefällig, muss ich zugeben. Der Mann ist gestorben, wie er gelebt hat. Unwürdig. Möge Boron seiner Seele gnädig sein, wenn er es denn für nötig erachtet. Ich weiß nicht so genau, was das für eine Rüstung ist, aber die ist sehr, sehr gut. Was ist denn du? Schau, die hat nicht mal einen Kratzer. Richtig. Äußerst beeindruckend. Ihm sind nur die Knochen von der Wucht gebrochen. Aber ist die Rüstung jetzt so dämonisch verflucht, dass sie weggeschlossen gehört? Oder ist sie so dämonisch verflucht, dass wir sie einschmelzen und eventuell neu nutzen können? In Ingerims Feuer wird ein Dämon nicht lange überleben. Vorher sollten wir sie trotzdem noch magisch untersuchen. Es kann natürlich sein, dass der Dämon an die Person gebunden wurde, also dass diese Rüstung nur belebt ist, wenn eben eine Person drinsteckt. Das müssten wir halt mal abwarten, ob dieser Dämon dann herausfährt oder eben nicht. In dem Fall müsste er eben exorziert werden. Mit Hilfe der richtigen Exorzismen und Segen sollte sich sicherlich einiges machen lassen. Ich bin mir sicher, die Magister werden vorher auch eine eingehende Untersuchung durchführen. Der geliebte Göttin hat mir gezeigt, wie man einen Exorzismus durchführt. Also wenn ihr herausfindet, was da drinne sitzt und eventuell kann ich ihn exorzieren. Das tun wir doch gerne, allerdings an einem anderen Ort, der nicht so magiebannend ist.
Ja, und wir sollten ihn noch verbrennen, wie es sich gehört für einen Frevler. Das sollten wir wohl besser draußen tun. Denkt ihr, man kann die Rüstung so anfassen oder sollte ich da jetzt eher mit Handschuhen arbeiten? Arbeitet mit Handschuhen. Handschuhen. Mit Handschuhen, habe ich mir gedacht. Jalan, was sagt euer Gebet zur Statue unten? Im Gebet sagt, dass Pra es schätzt, wenn wir wohl an dieser Stelle unseren eigenen Kopf benutzen. Sehr gut. Ah, apropos Kopf, wo ist eigentlich der Helm von der Rüstung? Das ist eine äußerst gute Frage, die ich nicht beantworten kann. Ich habe ihn oben nicht gesehen, aber da oben liegen auch jede Menge Trümmer und die oberen Stockwerke sind, so wie ich das gesehen habe, wohl eingestürzt. Ihr sollt ihn auf jeden Fall suchen. Vor allem, wenn da tatsächlich ein Dämon drin sitzt. In der Tat, so einen können wir dann nicht erliegen lassen. Wenn die Rüstung mit ihm verwachsen ist, wie hat man überhaupt den Helm abgenommen? Vielleicht war nur der Helm abnehmbar, zum Essen und so. Das nehme ich auch an. Irgendwie, wie Serun sagt, muss der Mann ja Dinge zu sich nehmen. Aber muss der Mann nicht auch irgendwie Dinge wieder ausscheiden? Ich schaue den Mann mal sehr angewidert an. Darüber will ich jetzt lieber nicht nachdenken. Bin mir sicher, die Rüstung hat eine entsprechende Klappe. Will ich hoffen. Wir werden nicht nachsehen. Ja, bitte nicht. Aber wie schwer? Ich versuche mal, das anzuheben. Kann man das anheben oder ist diese Endurium-Rüstung unfassbar schwer? Also Endurium ist etwas dichter als normale Metalle. Das ist schon ziemlich schwer, aber du könntest das sicherlich tragen. Da ist jetzt halt noch Unalwert drin, aber geht halt, ne? Ich schleife das auch. Krieger in Rüstung, und wenn du ihn dann schleifst, gibt es ein hässliches, kratziges Geräusch über den Boden und du siehst, wie da die Schleifspuren in den Stein reingeritzt sind. Also da gibt dann nicht die Rüstung nach, sondern der Stein. Also dieses Material ist unfassbar stabil. Aber warum habe ich nicht aus einer Rüstung daraus, Abelmir? Bitte sag mir nicht, es ist furchtbar teuer. Es ist furchtbar, furchtbar teuer. Warum sagt ihr immer Sachen, die ich nicht hören will? Ist dir, wir haben mal genug Endurium gestohlen, um eine ganze Rüstung machen zu können. Tatsächlich? Von wem? Von Hafax. Und wo ist das? Wie es sich gehört, wurde es der Wochenkirche übergeben. Nun, genau zu sein, Dexter, dein Bruder, aber ich nehme an, er hat das Richtige damit getan. Bestimmt. Ist das nicht der die ganzen Magier vergiftet hat? Also diese ganzen Hofmagier von euch? In der Tat. Ja, das ist der, den wir in der Festung gesehen hatten. Ah, ja. Was meint ihr, wie schwer ist diese Rüstung? Da kann man tragen. Wie viel Stein etwa? Ich denke nicht mehr als 20, 25 höchstens. Nun, wenn wir mit 5000 Dukaten pro Stein rechnen, ja, da kommt ein erkleckliches Sümmchen zusammen. Wir werden keine Endurium. Das ist tatsächlich sehr lukrativ. Wir kennen sicherlich eine gute Händler. Bitte? Ja, Lan? Wir werden keine Endurium-Rüstung verkaufen. Da muss ich dem Herrn Bahnstrahler aber zu. Was sie wert ist, nicht, dass ich es verkaufen will. Was denkt ihr denn von mir? Ich hätte ja zu gern ein Rapierzeug. Ja. Isarun, also wirklich. Manchmal seid ihr auch gemein. Ja, das finde ich auch. Ich bin brutal ehrlich. Raphim schleift gerade den Tod, den er gerade totgeprügelt hinter sich her. Isarun, also wirklich. Oder Proyodan sagt immer, zwischen Ehrlichkeit und Grausamkeit liegt ein sehr schmaler Grat. Wirklich, Isarun. Ihr seid hin und wieder wirklich verletzend. Womit habe ich diesen Zorn von euch verdient? Vielleicht mit eurem Rausschmiss aus der Gilde? Das wollt ihr wohl über mein Leben lang nachtragen. Gewiss doch. Das ist doch jetzt noch nicht mal ein halbes Jahr her, aber mir oder nicht. Und packt den Mann und seine Rüstung und schafft ihn endlich hier raus. Ja, wenn wir wirklich mal Geldnöte haben, ich kenne sicherlich einige Kontakte in der Anfang. Außerdem, irgendwer hat gesagt, ich sag jetzt nicht wer, dass mir auch noch ein Kopfgeld auf Galotta zusteht. Bei wem hole ich das ab? Nun, wir haben den Schlüssel für die Schatzkammer. Also bei uns. Bei euch? Cool. Teilen wir das gerecht oder will irgendwer größere Ansprüche für sich geltend machen? Ich weiß nicht mehr, wie hoch das Kopfgeld ist.
Das ließe sich bestimmt leicht herausfinden. Als Reichsadlige wäre es natürlich sehr untergefällig, großmütig auf diese Summe zu verzichten. Da habe ich ja gedacht, dass ich kein Reichsadliger bin. Seid ihr. Seid ihr. Nun ja, ich bin Erstling in Horasia. Trotzdem, ich kann euch den Titel auch gerne wieder entziehen, wenn ihr wollt. Wenn ihr den Titel angenommen habt, dann gehört ihr dem Mittelreich jetzt an. Und außerdem ist es nur eine Empfehlung, kein Zwang. Wir werden sehen, wie hoch das Kopfgeld ist und was von der Schatzkammer noch übrig ist und ob es nicht vielleicht schlau ist, in unseren Namen zu investieren. Ich habe auch gedacht, werde in eine Dienerin investieren. Vielleicht sogar ein Diener? Vielleicht zwei? Ah, Rafim, du denkst zu klein. Stell dir vor, ein Teil der Stadt würde in deinem Namen wieder aufgebaut werden. Ja, die Kaserne Rafim. Ah, dann hätte ich aber keinen Diener. Ja, während ihr euch noch unterhaltet, könnt ihr sehen, wie Yalan mit dem großen Vorschlaghammer wieder nach unten geht. Es kracht mehrere Male und dann kommt Yalan wieder nach oben mit einem Stück der Kette. Also das fünfte. Fehlen noch drei. Lasst uns doch noch, erstmal müssen wir diesen Typen jetzt irgendwo hinbringen. Wohin damit? Genau, wenn er verbrannt wird, muss er außerhalb der Stadt gebracht werden. Ich will nicht sagen, aber ich bekomme den nicht aus der Rüstung raus. Oder ich probiere das mal. Kriege ich den aus der Rüstung raus? Ja, also ich denke... Du kannst da nach und nach dein Schwert reinstochern. Du siehst aber keine Verschlüsse. Also auch Yalan kann da mit seinem fachkundigen Ritterwissen noch einmal ein bisschen versuchen zu helfen. Er ist in diese Rüstung eingeschmiedet worden und du müsstest dann seinen Körper da rausschneiden aus dem Inneren. Eben durch diese Luke vorne, also da, wo du jetzt deinen Kopf abgeschlagen hast, das ist wirklich Belhalha gefällig, wenn du ihn da jetzt rausschneidest. Ansonsten müsstest du ihn gar nicht hin. Aufspießen und dann übers Feuer hängen, bis er da rausgekocht wird. Das ist halt ebenso unwürdig. Ich denke, die Rüstung, ich verstehe nicht viel von Hüttenkunde, aber ich denke, die Rüstung wird ein normales Feuer aushalten, ohne zu schmelzen. Vielleicht sollten wir einfach mal zu Ton Eisinger gehen. Der macht die Rüstung auf, dann nehmen wir den Mann da raus, dann verbrennen wir den Mann und dann lassen wir die Rüstung gleich bei Ton Eisinger. Ich muss gestehen, ich hatte gedacht, wir könnten ihn einfach mit auf den Scheiterhaufen werfen, aber ich schaue mir nochmal die Gelenke an. So sehr wie die ja, ich würde sagen, wir schmeißen einfach den Scheiterhaufen und holen danach die Rüstung wieder runter, wenn sie abgekühlt ist. Bin ich mir nicht sicher, ob das wirklich funktionieren würde. Ich denke schon. Könnte sein. Wenn ihr mir etwas Zeit zur Analyse gibt, kann ich auch einfach mal nachschauen, ob dieser Dämon noch dort drinnen hockt. Wir bringen die Rüstung zu Eisingers. Dort könnt ihr in Ruhe Analyse durchführen. Ich bin mir sicher, dort bekommen wir irgendetwas zu essen. Vielleicht sollten wir in Ingram Gewalten hinzuziehen, wenn wir ihn finden. Ich glaube, die sind alle tot. Eisinger ist der derzeit... unter den Göttern wohl glittenste Diener in Gerinde noch in der Stadt war. Richtig. Dann außerdem ist es nicht sehr weit von hier. Damals gab es auch mal alten Bossbrand, glaube ich, meines Wissens auch Legionäre bzw. Offiziere, die in solche Rüstungen nun ja eingeschmiedet wurden. Das hat eigentlich nichts zu tun mit einem Pakt. Ich glaube weniger, dass die Rüstung zugeschmiedet wurde, sondern viel eher, dass sie an ihn rangeschmiedet wurde, an seinen Körper. Das meinte ich damit. Vollkommen egal wie, das ist extrem eklig und ich will es gar nicht wissen. Yalan, würdet ihr mir draußen helfen, die Rüstung zu tragen, weil sonst machen wir die Straße kaputt? Aber natürlich. Sehr gut. Ja, die Straße ist sowieso schon. Die Straße ist sowieso schon kaputt, aber ihr könnt dann aus dem Bandstreiterraum austreten über verschiedene verwinkelte, verschachtelte Gänge, dann euch einen Weg durch die Schuttbahn. Abel, mir kann da wieder mit seinem Sachverstand helfen, dass ihr dann irgendwo in der Nähe vom Ordenshaus des heiligen Badilak wieder auf die Straße trefft. Ja, und dann über die Straßen in Richtung Norden oder Süden? Zu Thorn Eisinger oder zur alten Residenz? Thorn Eisinger, oder? Zu Eisinger.